herzlich willkommen zur 38. Folge unseres Let's Play Stationeers. Ja, wir sind dabei, hier das fertig zu machen. Die Diskette da rein. So, das ist dran, das ist dran. Versuchen wir es doch mal. Ich weiß, was ich vergessen habe, nämlich die ganzen Sachen zu benennen. So, Verbundtür heißt natürlich die Schmelze. Und die Glastür heißt Innentür. So, der Lüfter, aktive Belüftung. Innen. Und Abbruch. So. Und außen. Jawohl. Ah, den habe ich noch gar nicht angeschlossen. Ja, ich musste eben neu laden, weil bei mir ging hier gar nichts mehr. Deswegen habe ich den wieder mal nicht mit dabei. Das Problem habe ich übrigens schon öfter gehabt, wenn ich stationär pausiert habe, weil ich Kaffee kochen wollte oder wie auch immer und komme zurück, will weiter aufnehmen, dann mit einmal ging hier gar nichts mehr. Also das Spiel selber lief zwar noch, wobei das auch schon mal abgestürzt ist, aber das läuft meist noch, nur dann ist aus irgendwelchen Gründen hakelt hier alles und es funktioniert nichts richtig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Dann haben wir das auch dran. Gut. Versuchen wir es nochmal. Wir haben also außen haben wir einen Druck von 2 Kilopascal und drin haben wir einen Druck von 0. Zumindest so der Plan. Das ist die externe Tür. Dann die Innentür. Die sind jetzt beide gesperrt. Dann kommt die aktive Belüftung außen. Und aktive Belüftung innen. Und der Gassensor. So. Die geht zu, der pumpt ab, und die macht er auf. Jawohl. So, und hier drin haben wir mittlerweile tatsächlich 0. Cool. Es funktioniert. Ja, und genau nach dem Prinzip möchte ich eigentlich die anderen Türen auch oben umbauen, wo wir dann unterschiedliche Drücke haben. Ja, dann die eine Tür, die jetzt da rausgeht, da ist es eigentlich egal.
Weil da haben wir außen und innen, da brauchen wir nichts großartig einstellen. Aber ja, hier macht das durchaus Sinn. Jo. Die wirklich so schnell funktioniert haben hier, dass da so wenig war, was ich da reingeschmissen habe, ich weiß es nämlich nicht mehr. Okay. Ja, wie gesagt, wichtig wäre, dass wir jetzt Eisen und Nickel die Kombination haben. Null und Null. So, und ich möchte jetzt. Wir brauchen ja von dem roten immer zwei Teile und von dem Sauerstoff, von dem blauen, ein Teil. Ich möchte jetzt hier in Ordnung. Sechs. So, das heißt, ich muss jetzt drei Sauerstoff dazu packen. Eins. Zwei. Drei. Jetzt geht das auch schneller. So. Wie war das? Invar 18 bis 20 Megapascal. Wir haben gerade mal 8. Temperatur sinkt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. So, jetzt haben wir 17. Ah, es reicht noch nicht ganz. Und die Temperatur ist ein Tick zu hoch. Wir müssen also nochmal. Um den Druck hochzukriegen. So, nochmal 4 davon. Eins, zwei, drei, vier. Wieso kriege ich da keinen Druck? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt hat er ein bisschen viel. Jetzt muss ich nur darauf achten mit der Temperatur, dass die nicht zu weit fällt. So, wir haben jetzt 17 Megapascal. Bis 20 müssen wir haben. Wieso habe ich jetzt den Druck so weit abgelassen? Och nee. Was habe ich denn jetzt gemacht? Also, nochmal. Eins, zwei. Und eins. Oh, ist das langwierig und habt ihr da vielleicht eine bessere Möglichkeit, wie man das hinkriegt? Eins, zwei, drei, vier. Wieso habe ich jetzt hier so einen hohen Druck im Raum? Das glaube ich jetzt nicht.
Also die Idee war nicht besonders gut. Nicht das Jetpack, was mache ich denn? Das hier wollte ich. Okay. Wie viel hat das? Alles wieder in Ordnung. Ach, Mann, 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 Mann. Das nehmen wir mal mit raus. Der ist zum Glück leer. Den packe ich mal hierher. Los, Temperatur ein Tick runter. So, was haben wir? Immer noch 20 und ein bisschen was. und 1,8.
Och Mann. Wieso? Es ist doch alles in dem Bereich, wo es sein soll. Nee, es ist zu warm. Jetzt ist der Druck wieder zu niedrig. Ich glaube das nicht. Das erstmal ausmachen hier, dass hier nichts nachkommt. Wieso ist jetzt der Druck zu niedrig? Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Und wieso ist das hier dermaßen warm drin? Du, och Mann. So, Temperatur ist jetzt in dem Bereich, wo sie sein soll. Nee. 1200 bis 1000. Oh, ich kann das kaum erkennen hier. 1500. Das ist immer noch etwas zu hoch, aber der Druck ist jetzt schon wieder zu niedrig. Ey, das ist doch sowas von blöd gemacht. Sorry, aber. So, was haben wir jetzt? Zu hohen Druck. Den können wir aber ablassen. Wir müssen auf 20 runter, bei einer Temperatur von 1200 bis 1500. Jawohl. Geschafft. Da ist das Ding. So, aber irgendwo muss hier noch was weggerollt sein. Guck mal, reicht's dafür jetzt noch? Nee, ist der Druck wieder zu niedrig. Nicht nur der Druck, auch die Temperatur. Aber das kriegen wir hin.
1500. Hm, hm, hm. 1500. Ah, nee, und wieder der Druck zu niedrig. Ich habe zu schnell abgelassen, oder wie sehe ich das? So, Temperatur erstmal ein bisschen fallen lassen, den langsam fallen lassen, den Druck, so auf 25 runter. Und erst wenn er auf unter 15, also 1,5 ist, vier, 20, 20. Wow. Ich hab's geschafft. Also wie ihr seht, es geht, auch wenn es eine Katastrophe ist. So, machen wir den mal wieder an. Das ist die externe Tür und das ist die interne. So, ich muss auf jeden Fall die ganzen Sachen durchgucken. Gut. Oh Mann, das war echt eine schwere Geburt. So, die Kassette packe ich weg. Das war eins zu tief. Das musste, glaube ich, in einen anderen Drucker rein, aber egal, jetzt erstmal. Das nehme ich, schmeiße es hier rein und der soll das einlesen. Ja, warum das nicht gleich von Anfang an so funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich weiß nicht welche. Vielleicht könnt ihr mir da ja noch mal ein paar Tipps zugeben. Wäre echt super. So, wir brauchen den hier, den Rohrdingensbummens da. So, und ich brauche das elektrische Ventil. Genau, da fehlt Stahl und Invar.
hin war. Lützen. Lützen. Konstantan. Blei. Silber. Stahl. Da ist es. Wegen dem Ding der ganze Aufwand. So. So, das Ding heißt elektrisches Ventil. Genau. Und dafür brauche ich jetzt den hier. Also Einlass. Logischer Vergleicher, genau, das ist der Eingang. Und der Ausgang Konsole, IC-Gehäuse, Ansatzstromversorgung, elektrisches Ventil. Das ist noch zu warm. Das ist also 0. Hier ist der Wert auch 0. Und wenn er unter 300 fällt, der Wert fällt ständig. Und das ist noch zu. Hat was. Das heißt, sobald jetzt die Temperatur von dem Ding etwas gefallen ist, dass es unter 300 Kelvin ist, dann halt. Hier muss das rein. Gut, das haben wir. Ja, darum war der ganze Aufwand, um das dahin zu kriegen. Der nächste Schritt wird sein, auf dieser Ebene im Grunde alles zu planieren.
Das muss ich auch alles noch dicht schweißen. Damit fangen wir doch mal an. So, da hier die Wand lang kommt, dann so. Das haben wir glatt. So.
brauchen wir auf jeden Fall. Eine neue Halterung. Und ein isoliertes Rohr. So, hier muss ich auch noch alles dicht schweißen dann. Muss das auch noch weiterbauen. Ja, viel weiter brauche ich das nicht machen, weil hier kann dann die Wand rein. So, hier ist die Grenze. Oder setze ich die Wörter nach hinten jetzt, dass ich den Raum schon von vornherein mal ein bisschen größer mache. Das war einmal eine passive Belüftung. Die ist aber kaputt.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir vergrößern den Raum dann dementsprechend. Ich will ja auf jeden Fall einen breit um die Räume frei haben. Wo man also um die Räume rumlaufen kann, um vielleicht an irgendwelche Sachen, die später noch dran gebaut werden oder schon dran gebaut sind, dass man da noch dran kommt. Ohne dass man dann noch irgendeinen Raum bauen muss. Ich glaube, da muss ich noch einiges basteln.
So. Ja, dann habe ich den hier ja gleich rausgebuddelt komplett. Jawohl. So, das muss ich mir dann oben angucken. Und da kommt noch mal einmal rum. Wow, wo kommen die her? 248. Ja, hier geht es dann auch noch mal weiter rum und da oben auch, so dass ich mindestens einen um die Räume frei habe. Und ich denke mal, das ist das, was ich jetzt erstmal machen sollte, mal die ganzen Fundamente, denn hier brauchen wir definitiv nicht diesen Bereich frei machen. Sondern Raumende ist hier und dann kommt noch eins. Ne, Moment. Raumende ist hier. Genau, der eine geht schon drüber. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.